Yo, willkommen zu Crunk MMA, los geht's! Tony Ferguson wird nach ein paar bitteren Niederlagen laut Dana White dieses Jahr wieder zurückkehren und gegen keinen anderen kämpfen als gegen Michael Chandler. Leute, bleibt bis zum Schluss des Videos da, weil dann habe ich eine krasse Vermutung für euch, die auch zu 100% genau so eintreffen wird. Glaubt mir, Tony Ferguson bewegt sich derzeit auf Platz 5 der Rangliste. Seine letzten drei Kämpfe hat er gnadenlos verloren. Bei der UFC 249 gegen Justin Gaethje durch TKO, bei der UFC 256 gegen Charles Oliveira durch Decision und bei der UFC 262 gegen Benil Dariush ebenfalls durch Decision. Auf der anderen Seite haben wir Michael Chandler, der belegt Platz 4 der Rangliste. Seine letzten zwei Kämpfe hat auch er verloren. Einmal bei der UFC 262 gegen Charles Oliveira durch TKO Punches und bei der UFC 268 gegen Justin Gaethje durch Decision. Vorteile für Tony Ferguson sind seine 194 cm Reichweite, die er mitbringt, seine messerscharfen Ellenbogen, die er immer einzusetzen weiß, auch wenn man es bei den letzten drei Kämpfen nicht gesehen hat, und den Jab, den er sehr, sehr gut, sehr schnell platzieren kann, wenn das Mindset stimmt, wenn das sein Tag ist, wenn er gut vorbereitet ist, dann sehe ich, das sage ich jetzt schon, ich werde noch mal ein Video dazu machen, aber jetzt vorab sehe ich Tony Ferguson als Sieger bei Dr. Stoppage in der dritten späten Runde. Ich bin mir sicher, er wird Michael Chandler aufschneiden und so wird der Kampf auch enden. Jetzt aber kommen wir zum Eigentlichen. Wenn Tony Ferguson vs. Michael Chandler im Co-Main Event stattfindet und im Main Event Conor McGregor vs. Nate Diaz 3 Tony Ferguson den Kampf gewinnen sollte, was passiert? Tony Ferguson wird, wenn McGregor auch gewinnt, McGregor zum Kampf aufrufen. Wenn McGregor einen guten Tag hat, wird er den Kampf annehmen. Und was passiert dann? Genau richtig. Wir bekommen den Kampf, den wir schon seit Jahren sehen wollten, der für jeden interessant ist. Weder Tony Ferguson wird sich die Chance nehmen lassen, ihn aufzurufen. Auf der anderen Seite wird auch Conor McGregor nicht unbedingt die Wahl haben. Er muss das nehmen, was da ist, um wieder an die Spitze zu kommen. Und dazu gehört unter Umständen auch ein Tony Ferguson. Denkt darüber nach. Wir sehen uns am Samstag.